Hey liebe GTA 5 Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr im Alleingang Geld farmen könnt im Online-Modus von GTA 5. Los geht's! Dazu müsst ihr euch als erstes bei Pegasus den Journey bestellen oder jedes andere Fahrzeug von Pegasus, das die Garage effektiv blockiert, damit sie eben nicht mehr aufgehen kann. Dann sollten in eurer Garage neben einem sehr teuren Auto noch viele weitere günstige Autos stehen, wie zum Beispiel der Rebel. Danach ruft bei Pegasus an, bestellt in meinem Fall den Journey, fährt vor die Garage, damit diese eben blockiert wird und geht da rein. Dort nehmt ihr dann das teure Fahrzeug, in meinem Fall eben den Cheetah, und sucht euch in der Nacht eine Prostituierte, denn die spawnen eben wie schon gesagt nur abends und in der Nacht. Dort gibt es zum Beispiel die Location, die ich euch direkt jetzt im Video gezeigt habe, wo eigentlich meistens Prostituierte spawnen. Bei dieser Location müsst ihr euch dann eben eine ins Auto einladen und danach ein bisschen wild durch die Gegend fahren, Leute überfahren oder rumschießen im Auto, damit ihr sie eben verärgert und so ein bisschen herumzittert im Auto. Danach stellt euch in eine Gasse, wo sie auf der Seite nicht mehr aussteigen kann, und steigt selber aus, um sie danach zu ermorden, damit die Leiche eben im Auto bleibt. So könnt ihr dann wieder in eure Garage zurückfahren und dann eben aussteigen und versuchen, die Garage umzusortieren. Wählt dann das Fahrzeug aus, wo die Prostituierte drin sitzt, also im besten Fall das teure Fahrzeug, und ersetzt es mit einem der billigen Wagen. Danach müsst ihr mit dem Fahrzeug wieder rausfahren, wo sich die Prostituierte eben befindet, wieder rein in die Garage und nochmal ersetzen. Wenn ihr euch dann zum Beispiel die ganze Garage mit solchen billigen Rebels vollmacht, dann ist es auch ziemlich einfach, sehr viele Cheetahs oder vielleicht auch Edda oder andere teure Fahrzeuge eben schnell zu duplizieren. Diese könnt ihr dann natürlich auch eben verkaufen. Yo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einen Like dalassen. Wie wäre es, wenn wir für dieses Video 50 Likes schaffen würden? Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ansonsten könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Das war's erstmal, bis zum nächsten Video, euer Sionjo. Bye, bye.